Eine Operation am offenen Herzen durchführen. Genau das ist die Aufgabe in einem neuen Online-Spiel, das im Netz für viel Wirbel sorgt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Chirurgen, der ein Herz transplantieren muss. Die Steuerung ist sehr ungenau und kompliziert. Für jeden Finger gibt es eine entsprechende Taste. Die Bewegungen der Hand werden gleichzeitig mit der Maus gesteuert. Durch die teils gewöhnungsbedürftigen Werkzeuge kommt es schnell zu kuriosen Situationen. Der Surgeon Simulator wurde von 4 Angestellten der britischen Firma Bossa Studios entwickelt. Nach Angaben von knowyourmeme.com wurde das Spiel Ende Januar in nur 48 Stunden programmiert. Am 28. Januar hat Bossa Studios den Surgeon Simulator auf seiner Homepage veröffentlicht. Das Spiel ist seitdem sehr erfolgreich. Das zeigen Dutzende Videos auf YouTube, auf denen Spieler ihre chirurgischen Fähigkeiten zur Schau stellen. Einige Videos wurden innerhalb einer Woche mehrere Millionen Mal angeklickt. Der Surgeon Simulator wird als eines der schwierigsten Spiele der Welt angesehen. Er wird mit dem Flash-Game Quop verglichen. Hier geht es darum, einen 100-Meter-Sprint zu absolvieren. Die Steuerung ist ebenfalls sehr kompliziert. Ober- und Unterschenkel der Beine müssen hier einzeln bewegt werden. Wer es schafft, ein paar Meter durchzuhalten, kann das schon als Erfolgserlebnis ansehen.